Und damit ein herzliches Willkommen zurück in Le Frankreich im Circus Paul Ricard. Irgendwie so spricht man das aus. Okay, passt schon. Okay, wir machen weiter. Wir sind im dritten Training heute. So, heute können wir mal probieren, das Reifenmanagement hier ein bisschen zu meistern. Eine gute Zeit sind wir eigentlich gefahren. Aber wir könnten vielleicht noch ein bisschen was reinhauen. Ich glaube, im Reifenmanagement war ich noch nie wirklich gut. Aber das könnte sich vielleicht heute ändern. Schauen wir mal. Setzen wir noch einen grünen Bereich. So schlecht ist das, wenn ich das mache. Erhöhen wir das Tempo. Unsere Reifendaten sind nutzlos, wenn wir keine repräsentative Geschwindigkeit haben. Wenn wir unser Delta nicht in den grünen Bereich kriegen, müssen wir das Programm wiederholen. Okay. Jetzt achte ich, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Reifen. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms.
Wie kriegt es mit den Reifen nicht hin? Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Gehen wir bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Okay, dann machen wir das mal. War doch gar nicht mehr so schlecht. Hauptsache, wir kriegen da ein paar Pünktchen. Ist das okay? So, machen wir hier Benzinmanagement und los geht's. Ups. Und los geht's. Also schließt er das doch gar nicht aus. Sieht doch super aus. Das können wir so lassen hier, wie ich hier fahre mit dem Benzin. Jetzt fahren wir hier mal kurz noch eine gute Runde. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja.
Ups! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ich hab gedacht, ich kann gerade... Ich hab nicht genau geschaut. Ich geb's zu. Ich geb's ja zu. Wo? Ey, ihr habt mich gecrashed. Habt ihr das gesehen? Und da gilt keine Strafe. Sauerei. Sauerei. Die Reifen sehen auch schon gut aus. So. Nice. Guckt euch das an. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,42,6. Na, das geht besser. Alles gut. Ich will nur mein Training hier gut abschließen. Ups. Oh Gott, ey. Was war denn das jetzt? Verbrauchst zu viel Energie in der Runde. Erhalte mehr Ladung und brich indem du weniger starke Modi nutzt. Thank you.
check es mit dem ERS nicht. Zu langsam. Stell deinen ERS-Modus so ein, dass du eine gute Balance aus Geschwindigkeit und Energieerhaltung findest. Oh, das muss besser werden. Ja, das hat's doch gepasst. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Geht's dir gut? Was war das jetzt? Motor aus! Motor aus! So, Garage. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Jetzt haben wir, glaube ich, alles durch. Alles fertig, wir sind bereit. Wirklich keine Zeit mehr? Ey Junge, was gibt mir meinem Reifen? Der hat einen Blattfuß. Warum habe ich jetzt einen Blattfuß? War doch gerade in der Box.
vorne links. Sag bloß. Woher kommt der jetzt her? Ich war doch gerade in der Box. Dein Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance buchen. Ja, ja. Okay. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Ricciardo und Valtteri Bottas. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Okay, so schlecht war es eigentlich nicht. Okay, ich habe mir jetzt eher konzentriert hier die Dinge hier. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Warum gesunken? Danke für den Kommentar. Ich will mal was Gutes sagen, aber... Naja, okay. Passt schon. Nichts. Ach komm schon. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Im nächsten Part im Qualifying in Frankreich. Bis zum nächsten Mal, was wie Sie. Bye bye.